Du hast ihn mit seiner eigenen Harpune erledigt? Das ist gut. Ja, so ein bisschen an der Harpune rumspielen macht schon Spaß, gell, Peter? Potzblitz. Dir wird auch nichts groß anderes übrig bleiben bei Wissen 2, denn das eigentliche Spiel macht leider nicht so viel Spaß, wie es machen könnte. Wobei man jetzt dazu sagen muss, auf der PlayStation und auf der Xbox macht es nicht so viel Spaß, denn eigentlich ist es ja gar nicht so schlecht. Ja, leider ist es mal wieder ein deutsches Rollenspiel, bei dem die Konsolenumsetzung deutlich schlechter gelungen ist als die PC-Fassung. Und besonders auf der PS3, was sehr schade ist, denn da kann man es gar nicht installieren und deswegen ist es dann noch ruckeliger und noch unansehnlicher als auf der Xbox. Immer dran denken, kein Fehler, es ist ein Feature. Ja, das habe ich mir auch öfter mal vorgehalten beim Test. Leider, es ist ja eigentlich ganz schönes Spiel. Ich finde es ja immer noch super. Es hat diese ganze Piraten-Szenario. Du bist hier eben mit Säbel und Flinte unterwegs, kämpfst gegen Monster, löst Quests, hast eine tolle Atmosphäre. Aber du siehst es ja gerade selbst. Ja, Pop-Ups, Clipping-Fehler, Tearing, da ist echt alles dabei irgendwie. Ja, wenn du Spaß an Technikfehlern hast, dann ist Wissen 2 dein Spiel. Ja, und aber dann gibt's auch wieder so ein paar schöne Sachen. Also ansatzweise passt das ja, diese Lichtstimmung und so weiter. Aber auf dem PC ist es natürlich viel, viel besser und es halt auch gar nicht diese, ja, wie wir gesehen haben, diese Nachladefehler und so weiter. Und es ruckelt nicht so stark. Und die Schatten sind auch irgendwie furchtbar. Das ist ja, als ob du Bitmaps auf dem Boden klebst. Na, endlich. Oh ja, so möchte ich gerne mal morgens auch aus dem Bett springen können. Leider sieht das bei mir immer anders aus. Ich hoffe, die Reise hierher war ohne größere. Inhaltlich taugt das Spiel ja trotzdem noch was. Es ist ja nicht so, dass die Dialoge komplett scheiße wären oder die Quests langweilig. Tut mir leid, so etwas sondern? Nee, die haben ja nur die Technik verbockt. Also die Dialoge machen immer noch Spaß. Die Leute haben sehr ausgearbeitete Charakterzüge. Viel Humor ist da drin. Ist alles so ein bisschen dieses Piraten-Atmosphäre. Also, ah, Matey, how are you? Und das finde ich echt super. Das ist auch was ganz anderes im Rollenspielsektor. Ich bin sofort bei dir. Dann ist eine Sache, ist leider, die war auch schon auf dem PC nicht so toll. Es gibt nämlich viele, viele Kämpfe. Allerdings taugen die nur bedingt was. Denn besonders hier gegen die Monster kann man die Angriffe nicht blocken. Das nervt extrem. Und es hat auch der Entwickler komischerweise nicht geschafft, diese Ausweichrolle, die sie auf dem PC per Patch nachgepatcht haben, die ist trotzdem jetzt nicht drin, obwohl die Konsolenversion ein paar Monate später kommt. Das heißt, man kann sich im Endeffekt gar nicht wehren, wenn das Monster einen, wie hier sehr schön zu sehen, ständig trifft. Genau, es ist einfach nur ein Button-Mashing. Du haust dauernd drauf und hoffst, dass du die Angriffe des Gegners unterbrichst, bevor er dich trifft. Und das hätte man anspruchsvoller machen können. Ja, wenn man die Shankmaid da auch mal umhauen will, das kann man machen, denn das Spiel juckt das eigentlich nicht so. Die sind zwar dann kurz verärgert, die NPCs, aber nach einer Weile sagen sie sich, ach komm, was soll's, hast du mich halt mal eins aufs Maul gehauen, sind wir wieder Freunde. Das ist definitiv das ganz normale Verhalten, wenn man den Bauch aufgeschlitzt bekommt. Ja, am coolsten ist ja, du kriegst ja sogar Ruhmpunkte dafür, also Erfahrungspunkte. Ja, so kann man sein Spiel auch mal belohnen. Diese Erfahrungspunkte, die schätzt du dann in deine Fähigkeiten direkt um. Also da musst du jetzt nicht extra zum Trainer oder so, du kannst deine Attribute direkt steigern. Manche andere Fähigkeiten lernst du eben erst von NPCs. Inventar und so weiter ist alles das gleiche wie beim PC. Es gibt allerdings jetzt hier so ein kleines Rundrad, mit dem du spezielle Items, auf die du dir drauflegen kannst. Die kannst du dann mit der Schultertaste aufrufen. Das ist ganz praktisch, gut gelöst, sag ich mal. Und die Minispiele, die dürfen natürlich auch nie fehlen. Ja, es gibt so ein paar. Zum Beispiel kannst du hier Wettschießen machen oder du säufst mit anderen Leuten rum um Geld. Ist ganz nett. Hätt's nicht gebraucht, aber okay. Ja, als Fazit lässt sich sagen, leider mal wieder die Konsolenumsetzung eines deutschen Rollenspiels taugt technisch nix. Wer beide Augen zudrückt, hat aber trotzdem seinen Spaß mit.